dieser Mann ist kleiner, als ihr denkt. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Spiel. Niska, der Clown hier, muss mal wieder hier die Party rocken. Aber wir haben nicht nur Niska hier, wir haben auch DTV hier. So sieht's aus, ich freue mich dabei zu sein. Los geht's. Ja, Premiere, ne? Du hast mich ja letzte DM versetzt, ne? Ja, leider ja. Ich musste früh von dannen, aber jetzt habe ich mir den spätesten Zug gebucht, einfach nur mit dir noch ein paar geile Videos zu drehen. Ja, ob's nur wegen mir ist, dann lassen wir mal offen. Aber wir sind jetzt dabei. Wir spielen Schätzen. Heißt, ich stelle euch eine Frage und ihr müsst euch die eben schätzen mit einer Zahl. Und dann gucken wir, wer dich da dran ist. 7 Fragen, das heißt, es wird einen Gewinner geben. Außer jemand, ihr trefft beide gleichzeitig genau Punktlandung. Glaube ich nicht. Also Kartenpreise kriege ich hin, die kann ich schätzen. Ich nicht. Okay, fangen wir an. Wir lieben alle die Bannlist. Ban ist Content, ja. Ja. Ist super, ne? Ist super. Klickt sich. Veränderungen sind auch toll. Ja, immer. Die Frage lautet, wie viele Karten wurden verändert bei der Bannlist 2023 Februar? Das ist nicht die aktuelle, ist die Liste davor. Oh, oh Gott, das war viel. Ich lösche immer so schnell Informationen aus meinem Kopf, Moment. Ich weiß es nicht, warte. Shit! Was ist denn? Warte. War die groß oder klein? Man weiß es nicht. Nee, ich glaube, die war irrelevant. Die war irrelevant. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du meinst die Herold-Liste. Ja, die war gar irrelevant. Ja, genau, richtig. Ja. Oh Mann. So, oh, Leute. Einfach eine Zahl nennen. Eine Zahl, also wieder Veränderung. Ne? In der Regel 10. Ja. Da wurden ja noch ein paar Katzen runtergekommen. Ja, das ist nicht nur verboten, es kommen auch gar nicht zurück. Ja, das Zeug, was keine Sau juckt. Ich, keine Ahnung, ich muss jetzt einfach machen. Sonst, so, gerade. Ja. Er malt ein Kunstwerk. Ja. Okay, in die Kamera halten. 17 und 10. Wolltest du nicht erst 7 aufschreiben? Ja, und dann ist mir aufgefallen, da ist irgendwas zurückgekommen. Ich habe einfach mal gedacht, Konami wird irgendeinen kleinen Scheiß zurückgebracht haben, den alle vergessen haben. Okay, ja, damit hat er Glück gehabt, dass er nicht 7 hat, denn es sind 19 Veränderungen. Wow. Das heißt 1-0 für Niska. Noch ist nichts verloren, Dennis. Ja. Das kann man noch alles wieder zurückholen. Okay, weiter geht's. Jetzt wird's crazy. Die Frage, ich wusste gar nicht, dass das jemand ausgerechnet hat. Mhm. Master Duel. Yay. Und zwar, wie viele Sets gibt es insgesamt in Master Duel? Dazu gehören Structure Deck, Secret Packs, aktuelle Packs. Ja. Ah ja, und die Bundles zählen, glaube ich, sogar auch dazu. Die Frage kann ich präzise beantworten. Ich spiele das Spiel nicht. Du hast es, glaube ich, eine Woche installiert gehabt? Genau, ich habe es eine Woche lang gespielt, ja. Ja, und ich einen Monat. Also ich habe noch mein Utopia-Deck Full Power liegen. Aber als Anlass kann man ja nehmen, wie weit ist Master Duel ungefähr zurück? Ja, das ist schon, das ist ja jetzt ein Jahr alt. Secret Master Duel Pack, ist ein Jahr alt. Jedes Secret Pack, was es gibt, plus... Plus Structure Decks, plus aktuelle Packs. Ja, da kommt auch viel raus. Also das, ja, es ist eine hohe Zahl, würde ich behaupten. Das ist nicht 10. Nee. Und auch nicht 7. Nein. Oh, als ob dir jemand abschreibt. Er dreht sich so weg. Das ist doch schon viel. Ist das so viel? Jetzt dreht er sich auch weg. Ich werde hier einfach sehen, nur rücken. Keine Ahnung, Mann. Nee, wobei, so viel gibt's da noch nicht. Ja, ich nehme noch mal einen neuen Zettel. Vergiss die Legacy-Packs nicht. Also ich nehme mal einen neuen Zettel. Ja, das gibt's auch. Ja, es ist nur eins. Okay. Legacy ist ein vielleicht Pack. Nehme ich doch den alten. Das ändert alles. Komm, warte mal. Nee, ich mach mal hier. Doch, das. So. Warte, so, ich schreibe noch zu Ende. Das ist es jetzt einfach. Einfach mal. So, jetzt sag's rein. Was haben wir denn da? 70. Was sagst du? 22. Leute, ich habe gesagt, es gibt viel. Es gibt allein 15 Structure Decks. Ach so. Also, falls jemand von euch eine 0 dahinter gemacht hätte, dann würdet ihr näher kommen. Ich war erst bei 53, ich hab's dann weggelegt. 70. Ja, dann bist du näher dran. Ja. Es sind 261. Knapp. Das Spiel ist erst ein Jahr raus. Okay. Ja, aber die alten Karten sind ja auch irgendwo im Packs drin. Ja, okay. Ja, das also ist ja nicht so. Egal. Bin ich schlecht. 2-0. Nee, das war jetzt nicht können von ihm. Da müssen wir mal irgendwie festhalten. So, komm zurück. Okay. Wir bleiben bei Sets. Ja. Aber wir gehen zurück zu eurem Steckenpferd. Und zwar das TCG. Mhm. Wie viele Hauptsets gibt es aktuell insgesamt? Mit dem aktuellen OCG-Set, was raus ist auch. Aber das ändert eh nichts, das ist 1 plus oder nee, 2 plus, glaube ich. Seit Release. Ja. Tja, und es ist nicht immer so, dass die Struktur war so wie jetzt. Ja, ich weiß.
Aber es ist ja auch nur Schätzen zum Glück. So, das Spiel gibt es seit 2003. Mit warte, drei im Sinn. Hauptsets. Nur Hauptsets. Hauptsets, das kriegst du ja gar nicht hin. Warte mal, Hauptsets. Also, ja doch, du sollst ja raten. Ja, okay, hallo, ja. Was ist mit so gigantisch geilen Produkten wie das Maku Tsunami LED? Hä? Hat nicht Dings, wie heißt das Deck? Hat das nicht getoppt? Hat welchem Universum? Ja, doch hat. Umi-Control. Ja, hat ja, getoppt. Ja, Umi-Control. Heute getoppt. Hier. Nein. Oh, allgemein, es geht doch darum, ein Set kommt raus und es toppt was damit. Also kannst du nicht komplett Bullshit sein. Na, true point. So, jetzt ratet mal schön. Oha, 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 oha. Was haben wir da? So. Haben wir da? Das ist es. Okay, zeigt euch. Zeigt. 160 zu 72. Wie kommst du denn auf 160? Konami ist sehr, sehr großzügig. Wie viele Hauptsets kommen aktuell raus pro Jahr? 4. Ja, ah, genau. Wie lange gibst du Yu-Gi-Oh? Ich bin dumm. Okay, die richtige Antwort ist aber doch schon sehr hoch. Ich war überrascht. Ja. 97 Stück. 97? Also wir haben bald das 100. Hauptset. Ja, dann bin ich näher dran. Korrekt. Ich habe einfach gedacht, mehr ist besser. Konami macht mehr. Okay, also 2 zu 1. Noch liegt's in Führung, aber Dennis holt auf. Jetzt kommen wir weiter zu Sets. Aber mal etwas Spezifisches. Mhm. Und zwar zu der Tinbox. Mhm. 2022. Wow. 23 ist noch nicht draußen. Mhm. Sehr gutes Produkt gewesen. Wie viele verschiedene Karten sind dort enthalten? Warte. Warte. Wie? Hast du da irgendwie Insider-Infos? Nee, ich mache halt immer diese Set-Previews, das heißt, ich habe immer eine Zahl im Kopf. Er ist voll auch dabei. Du kannst mich genauso viel fragen, wie oft tut Yugi in Woche die Fußnägel schneiden? Weißt du, habe ich genauso viel Ahnung von. Ja, dann rate mal, wie oft er das tut. Unterschiedliche? Ja. Wie viele unterschiedliche in diesem Set? Ja, okay. Er hat nicht jede, nur eine Rarität-Print da drin? Ja. Ja, ja. Also. Ja, aber. Ja. Ist keine Doppelung drin. So, mein Lieber. Ja. Nicht. Also, ich rate jetzt. Ach, ein Display, das ist Sinn des Spiels. Ja, ja. Ein Display hat im Schnitt 100 Karten. Hat er so, beinhaltet 100 Karten. Die Hauptsets, genau. Neben Sets nicht. Hör auf, meine Rechnung zu bringen. Auf jeden Fall, du schmeißt drei. Ich hab's. Und in den Tins sind auch inzwischen Structure-Deck-Karten drin. Fuck. Warte. Wird schon passen. Confidence. Aber es wird halt auch nicht immer alles gereprintet, ne? Also nee, nicht alles aus das dem ist richtig. Confidence, hab ich gesagt. Okay, hau rein. Ist das zu wenig? Ja, ich weiß nicht, ob das zu wenig ist. Weil das ist ja auch nicht alles. Nee, komm, warte mal, komm hier. Irgendwie, das, hier, komm jetzt. Ja, nein, ich hab's. Okay, fangen an. Was haben wir da einmal? 152 zu 300. Und die richtige Antwort ist 265 verschiedene Karten. Komm zurück, du hast auch nicht gewonnen, mein Lieber. Was eine Abwehr, nimmt einfach die höchste Zahl, die in den Kopf kommt und gibt. Ich muss einfach höher stapeln, so, alles klar. Ich glaube, höher stapeln ist jetzt nicht die richtige Wahl. Denn wir kommen zur nächsten Frage. Steht 3 zu 1. Noch ist nichts verloren. Und zwar, wie viele Starter-Decks gab es all-time? Starter. Seitdem dieses Circuit Break, dieses Playmaker, genau. Das ist das Letzte, was mir einfällt. Danach gab es keine mehr. Tja, aber das heißt ja nicht, wie viel in der Vergangenheit existiert haben. Nö. Aber seitdem, das ist so der Endpunkt. Gab's denn zu jeder Anime-Serie Starter-Decks? Ja, bestimmt, oder? Doch, macht Sinn. Ich glaube, da ist das Regelbuch drin, immer mit dem neuen, mit der neuen Master Rule drin. Ja, okay, das heißt, wir haben. Ich würde jetzt einfach mal zu jedem Anime. So, wir holen. Zu jeder Anime-6-Serie einfach mal. 6. 5 mal 4. Mach mal. Doch, ich mach das. Das ist nichts Neues. Shut up. Ja, ich guck mal. Ja. So, ich hab eine Zeit. Hau in die Tassen. Ich bin nicht da zum Denken. 300, Nivska. 300. Ja! Hochstapeln. Ja. Ich bin schon dabei. Ich werde ja einem 100 jetzt, wette ich mit dir. Warst du? Ich hab's. Bereit? Ja. 50. 30. Oh! Warum nicht 100? Keine Ahnung. Okay, ich habe ja auch gespoilert, dass es nicht so hoch sein kann.
Insgesamt gibt es 26 Stück. Yes! Drei zu zwei. Die Aufholjagd beginnt. Wir kommen zur vorletzten Frage. Jawohl. Es könnte die letzte sein, aber mal gucken. Wie viele Monster gibt es mit der Eigenschaft Licht und Typ Fels? Light Rock. Ich hoffe, euch fällt mindestens eins ein. Ja. Nein. Doch. Eins hast du mindestens. Und eins. Öfter mal kassiert. Ja, und du heulst danach immer. Ich heule sehr viel. Welche Karte hat die Dinosaurier ausgelöscht? Ah! Okay, ja. Was ist die? Ende der Aufzählung. Fels? Ja, schreib eins auf. Fels nicht. Fels ist eine Fangfrage. Felsfisch? Nee, Lichtfisch hätte ich dir beantworten können. Echt? Ja. Wie viele? Eine. Ach echt? Ja. Das wusste ich nicht. Richtig? Oh. Okay, aber wir sind hier bei Felslicht. Felslicht. Es gibt ein. Ich sehe schon kommen. Zwei, drei oder so. Ja, das ist auch viel mehr. Ich überlege gerade, was es denn für Felsdecks gibt. Elemental Pale, aber nicht Erde. Eins davon ist Licht. Nee. Das ist richtig. Die sind Feuer, Erde, alles. Ja. Hab ja selber gezockt. Licht, Licht, Licht. Ja, so viele kann es gar nicht geben, bestimmt. Gibt es ein Deck? Ich versuche gerade nur nachzudenken, ob es ein Deckthema gibt. Ja, klar, logisch. Ob es ein Deckthema gibt, was Licht fällt. Das ist dann wahrscheinlich irgendwas, womit man nicht rechnet. Weil mit der Nipskarte bestimmt irgendeine. Egal, ich muss einfach nur. Warte, ich mache jetzt. Einfach hoch. So wenig, es sind 2000 Karten im Yu-Gi-Oh! Mehr als 2000 Karten im Yu-Gi-Oh! 10.000? Aber. 10.000, mehr als 10.000 Karten. Wenn ich so, also, gewisse Typs wären nicht so krass. Wie du sagtest, Fischlich gibt es ein. Was ist das denn mit 10.000 Karten? Ja, das stimmt. Mehr als 10.000 Karten. So, egal, komm. Oh mein Gott, das wird so knapp. Zeig es in die Kamera. 3. 5 und 3. Ich bin mir sicher, die Biro und irgendwelche zwei Lightzorn-Monster. Also, es sind ein paar normale Monster dabei, die halt natürlich ja, auch dazu zählen. Und es sind 13. Ja. 3 zu 3. Aufholungsjagd ist geglückt. Uff, erleichtert? Ja, definitiv. Holst du jetzt nach Hause? So. Okay, komm, du geh rüber. Du bewegst dich, was ist los bei dir? Bei dir musst du so ein Kreuz auf dem Boden machen, dass du immer da bleibst. So, weiter geht's. Und zwar die allerletzte Frage. Boah, okay. Mögt ihr Tritron? Ja. Nee. Ist gut, hat nichts damit zu tun. Aber Tritron ist ein Ritual-Deck-Thema. Ja. Und die Frage ist, wie viele Ritual-Spells gibt es all time? TCG und OCG ist aktuell gleich. Also alle Deckthemen, alles was an Ritualspell so existiert. Ja. Hungry Burger und der ganze Kram, so das neue Zeug, Nouvelle. Ja. Ritualspells. Also Necros, da fallen mir, ich glaube, dem 3, ne? Mhm. Also, ja. Gibt bestimmt viele. Ich brauche nicht alle 10, die ich jetzt geschmiert habe. Da kommst du doch bis morgen nicht fertig. Aber denk dran, bei Pro Deck ist halt echt nicht so viele verschiedene. Nee, das stimmt schon. Aber halt auch die erste, ich sag mal, außerordentliche Spezialbeschwörungsmechanik neben Fusion, die man irgendwie. Ja, das richtig. Deswegen. Ja, das ist mit Advanced Visual Arts angefangen, danach kam irgendwie lang nichts mehr. Ja, aber es gab auch hier, wie hieß das? Demise King. Genau, ja, alles. Ja. Genau. Die haben sogar Support bekommen, die sogar nochmal neue Ritual Spells bekommen. Wie viele Karten, die ein Ritual Spell sind? Ja. Bei 10.000 Yu-Gi-Oh! Karten. Jetzt kommt er. Und da hast du 5 aufgeschrieben, ne? Nur so als Info. Ich meine, es war nah dran, aber trotzdem. So, Leute, wir wollen den Sack zumachen. Komm. Schreib eine Zahl auf. Ja, Mai. Chef. Ich hab passen. Ja, bei mir auch. Okay, ich hoffe, seid ihr die Kamera? Die das wäre so geil. Kamera? Ja. 40. 100. 40 ist echt wenig bei 10.000 Karten. Das gibt so lange. Ja, aber Ritual ist scheiße. Ich gehe einfach aus dem Bild, ihr könnt weiterreden. Das ist genug Unterhaltung. Also, es ist nicht dreistellig. Okay. Aber. Mach hier nicht ja auch. Es ist eine Schnapszahl. 88. Es ist 77. Yes! 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 Aufgeholt und nach Hause geholt. Damit geht die Runde! Verlierer! Damit geht die Runde an DTV.
Leute, falls euch das gefallen hat, könnt ihr gerne auf deren Channels vorbeigucken. Nivska und DTV in der Infobeschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren. Yeah, Jugi ist toll.